Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Viking Battle for Asgard. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir das Lager hier unten auf der Karte befreit. Ich zoome mal rein, hier unten. Das Lager hier. Haben dadurch die Feuerkrüge freigeschaltet. Und nebenbei den ganzen anderen Stuff gemacht. Ich denke, wir werden heute hier vorne weitermachen bei den Ruinen. Denn ich glaube, dafür müssen wir das Ding befreien und hier noch irgendwie was sammeln. Von daher werden wir da mal anfangen und gucken, was da so abgeht. Ich werde in nächster Zeit ein bisschen was im Vorlauf produzieren müssen. Ich hoffe, dass das alles so einigermaßen klappt, wie ich mir das vorstelle. Hier sind noch Gegner, aber das ist kein Problem. Ich bin schon. Ich muss ganz einfach, wie gesagt, bevor was produzieren, weil ich Ende des Monats 4 Tage nicht da bin und in 4 Tagen nicht aufnehmen kann. Ich hatte das in einer anderen Folge, ob bei Assassin's Creed oder was, hatte ich das schon mal angeschnitten, dass ich auf Wacken bin. Dieses Jahr. Und dementsprechend natürlich Donnerstag bis Freitag eventuell noch nicht ganz voll rauskommen kann. Kleines Schild hier machen wir auch sofort. Auf jetzt! Mensch! Erstmal statt den Gegner. Ja, das Frühstück, der ist auch scharf. So, schauen wir doch mit etwas los ist. Ich vergesse jetzt immer, dass man das öfter tippen muss und nicht einfach nur halten. So nicht, Kollege. So funktioniert das nicht. Nicht in der Ecke lauern. Kleinen Moment, das geht sofort weiter. Ich habe gerade ein kleines technisches Problem. Dauert nur noch ein paar Sekunden, das geht sofort weiter. Moment. So. Kann weitergehen. Natürlich, auch schon in der letzten Folge, meinte ich, oder was? War einfach mal mein Headset, ja. Nicht sehen. Wir sind jetzt gefunden. Müsste es uns noch irgendwie jetzt. Nicht. So. Und dann hätten wir das nicht auch schon erledigt. Ja. So, die Rezeptur haben wir gefunden. Das heißt, wir können. Das ist ein ekliges Geräusch. Heißt, wir können die Rezeptur zu dem Baumeister bringen. Ja. Da geht es nicht hin. Und der kann uns dann wahrscheinlich diese Feuerkrüge machen. Und was wir damit in die Luft jagen werden, kann ich euch noch nicht sagen. Und es gab mal Zeiten, da konnte ich das da oben lesen. Da steht wahrscheinlich auch nichts anderes als Schnaps von der Bayerose. So, welcher von euch gibt es nicht?
kann ich überleben. Ach komm schon. Lau, hallo. Muss ich echt wieder außen rum latschen. Mist. This is it. This is the recipe. Here, take these. They're the last of the flame pots. As soon as I make more, I'll send them directly to Bodvar at the store. Let's go. Oh, wir haben einen Feuerkuchen. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur einer ist. Ne, es sind drei. Schnurken. So, das heißt, wir dürfen hier in der Ecke jetzt alles fertig haben. Nee, oder zu gut. Können wir da einen Drachenruf steuern? Okay, da brauche ich erst wieder das Amulett. Diesmal für Moni. Würde ich sagen, beginnen wir mit der Schlacht. Was zum Ach komm Jungs, könnten wir alle ein bisschen mehr drauf machen. Boah, wie viele das sind. Einfach die ganze Zeit wieder A drücken und Taste halten. Ganz schön mal los. Stimmen wir uns auch wieder abholen. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen sehr viel Tumult, aber das ist halt bei dem Spiel ganz gerne mal so. Das ist ja nicht unsere erste Schlacht. Orks sein sollten, oder sind ja eigentlich eher so Verdammte. So langsam entwickeln die sich auf jeden Fall weiter. Denn die Rüstung wird dicker und aber da unten ist noch eine Höhle. Da werden wir uns ja jetzt mal hinbewegen. Zu dem Söldnerlager, von dem wir ja diesen Auftrag gekriegt haben. Muss ich da. Ja, kann ich mich teleportieren. Geht ein bisschen schneller. Aber ich war vorhin bei Ende des Mords. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin halt, wie gesagt, von Mittwochabend, denke ich mal, werden wir, wenn wir losfahren. Das ist ja Donnerstag früh irgendwann. Das heißt, ich werde donnerstags schon keine Folgen selber veröffentlichen können. Das heißt, eventuell werden Borderlands und Viking, wenn es bis dahin noch nicht fertig ist, ein bisschen später kommen, beziehungsweise gar nicht veröffentlicht. Ich werde, falls irgendwas in der Zeit nicht veröffentlicht werden sollte, euch die Folgen natürlich alle nachreichen. Das ist ja klar. Ja, freitags denke ich,
wird's auch ein bisschen eng. Samstag, Sonntag kommt ja eh nichts. Aber montags kann eventuell auch noch ein bisschen Verzögerung kommen. Wenn ich denke, dass das Wochenende nicht gerade besonders erholsam wird. 4 Tage Konzert, beziehungsweise 3,5 Tage wird nicht schon. Aber wenn uns jetzt mal an, was der komische hier zusammen hat. Und dann geht's weiter. We have our payment, Warrior. We are satisfied. You will see. Gut, mehr hat uns nicht zu sagen, Oskar. Moment. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, der Montag kann eventuell auch noch kurz überkommen. Weil ich mich da eigentlich dann doch mal so anderthalb Tage wieder lang regenerieren will. Aber es kommt darauf an, wie anstrengend das Ganze wird und wann wir wieder zurück sind. War der Krim schon. So. Was geht denn hier so? Da unten ist er auch schon frei. Heißt, wir machen die Höhle. Die ist doch ein bisschen sehr viel größer. Huch, Gotti. Kann ich da jetzt. Die sind ziemlich menschengewachsen. Ja. Markieren wir uns das mal. Also. Dann sehen wir nämlich, wo wir hin müssen. Ist nur wo ist der Höhlenmann? Da sind schon mal welche zum Befreien und da müsste dann einfach mal Höhlenmann kommen. Die sehen mich nicht, ich bin ein Bursch. Okay, die sehen mich nicht, aber die riechen nicht. Pinkel. Wenn er meint, dass er vorne dann besser wächst. Soll er machen. Ist keiner mehr. Ja, doch, die schleichen. Jetzt dürfte keiner mehr sein. Oh, die drei befreien wir natürlich auch. Suchen ja kein Zurücksetzen. Ab in dieser Begegnung. Nein. Bin ich sonst auch nichts mehr. Na gut. Insgesamt. Einen komischen Geschmack. Komisch. Ja, da war ein langer Knüppel. Ist er verzaubert? Wo ist er? Nein, er wird schlank. Nein, ist wieder so ein. Jetzt rasten nicht so aus. Da mag ich nicht, wenn ich heute ausrasten. Stirb! Ja, der war gut angeschlagen.
Ich hab mehr Favoriten. Diese Quick-Times-Events, die sind teilweise ein bisschen tricky.